Moin, hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Im heutigen Video schauen wir uns hier so ein Car-Anti-Left-Lock an, also quasi so eine Sicherung, damit man das Lenkrad nicht bewegen kann. Ich zeige euch mal gerade ein bisschen die Bilder, Verpackung. Das Produkt wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Ich persönlich wüsste jetzt nicht, wofür man so ein Teil unbedingt braucht. Vielleicht, wenn man irgendwo ein Auto in der Garage abseits stehen hat, um es nochmal zusätzlich zu sichern, damit es nicht irgendwie auf dem Hänger geballert wird oder so. Also, da ist es, das gute Stück. Wir haben drei Schlüssel mit am Start. Das ist schon mal eine ganze Menge. Dann ist das Ganze ist im Prinzip ein Drahtgefüge, ummantelt mit Gummi und nochmal die schicke gelbe Tasche dabei. So, das Ganze muss hier eigentlich aber noch ein Stück runter. Das Ganze wird dann quasi einmal ums Lenkrad und dann so. Und dann kommt das Ganze in den vom Sicherheitsgurt in den Mechanismus. Jo. Ist noch irgendwas dabei? Bedienungsanleitung. Gibt es in drei Farben: Rot, Gelb und Schwarz. Ob man das jetzt so wirklich braucht, ich weiß nicht, keine Ahnung. Hier ist dann auch nochmal die Anleitung dazu. Wir werden das Teil jetzt gleich mal bei mir am Auto kurz anbringen. Und ja, dann soll es das auch gewesen sein. Dann habe ich euch das Produkt mal kurz vorgestellt. Ihr könnt mir ja mal gerne einen Anwendungszweck dafür unten in die Videobeschreibung schreiben. Würde mich mal interessieren, ob ihr dafür einen hättet. Okay, dann machen wir das mal. So, dann willkommen zurück in meinem kleinen, unscheinbaren Auto. Das Ganze wird dann einmal quasi hier so durch, da durch und kommt dann hier rein. Ja, nicht erschrecken, das ist nur so eine Erinnerung, dass ich nicht mit Bluetooth verbunden bin. Und dann könnte man das Auto quasi nur noch erschwert bis gar nicht lenken. Dann haben wir die drei Schlüssel. Hier ist halt der Knopf, der ist jetzt fixiert. Wir können das Ding nicht abmachen. Dafür brauchen wir den Schlüssel, rein, drehen, dann können wir runterdrücken und es wird ganz normal entriegelt. Und ja, dann habt ihr euer Auto zusätzlich gesichert, dass der Diebstahl nochmal maximal erschwert wird. Wer sowas braucht, Verarbeitung ist ganz solide. Hier schaut nochmal kurz hier rein. Da seht ihr dann der Button. Um das Ganze zu lösen, ist halt mit dem Schlüssel fixiert und so, der drückt euch dann alles wieder frei, der Bolzen. Ja, macht, was es machen soll, würde ich sagen. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, klicken, liken, abonnieren und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.